Hallo. Grüß Gott, Herr Müller. Darf ich Sie recht herzlich begrüßen? Mein Name ist Horst Wieselsberger. Wie geht es, dass man jedes Jahr immer wieder neue Karosserie aus dem Boden stampft und das Auto ist einfach noch geiler? Da möchte ich einfach mal gucken, wie macht er das? Da sind natürlich über die VIP-Lounge mit einem VIP-Aufzug da in die Etage da hochkommen und dass es so prickelt und mein Puls geht immer höher. Also ist schon aufregend. Jetzt gehen wir in unsere heiligen Räume ins Designstudio und ich stelle Ihnen mal ganz kurz den Herrn Manfred Meyer vor. Der Herr Meyer ist Referent Formgestalter, also sprich jetzt top of the line. Und wir zeigen Ihnen jetzt hier den aktuellen X5, der im Endeffekt im Herbst in die Produktion geht. Boah, Wahnsinn. Das ist wie ein echter steht, gell? Ja, und warum ist das jetzt eigentlich die Zweifarbigkeit? Also was macht er damit? Ist das Clay, sagen wir. Das ist Industrieplastilin. In diesem Zustand sieht es praktisch der Vorstand. Und das Folieren oder der Lack ist dazu da, um die Formgebung, Licht, Schatten, Highlights zu kontrollieren und das Gesamtbild zu haben. Durch die Folie erkenne ich praktisch in der Fläche jeden Flächenfehler. Jetzt wird es einfach mal Zeit, dass Sie wirklich mit dem Herrn Meyer zusammen Hand anlegen können. Ja, das ist schon ganz schön heiß. 63, 64. Also ich trage jetzt mal was auf und dann kannst du selber probieren. Also hinschmeißen und dann bratteln. Ja. Wo lernt man sowas? Ich habe gelernt Keramikmodelleur und dann Fachschule. Und dann haben wir gedacht, jetzt habe ich genügend Tassen gemacht, jetzt mache ich mal Kotflügel. Wie fängt es überhaupt an? Der Unterbau ist ein Eisengestell. Ja. Und dann haben wir hier PU-Schaum. Das wird dann draufgeklebt und wird mit Shellack, versiegelt. Mhm. Und dann wird das Material da drauf getragen. Okay, ich tue das ganze Auto verbasteln. Hey. Ich habe da richtig vollen Respekt jetzt. Das kriegen wir dann schon wieder hin. Also drauf. Jawohl, schau her. Was ist für dich die größte Herausforderung dann? Das ist ein Zusammenspiel zwischen Design, Formgestaltung. Der Designer ist immer am Modell und sagt halt, okay, rauf, runter, mehr, rein, raus. Und es kann sein, heute mache ich die Fläche so hin. Ja. Morgen stellen wir fest, okay, wir haben so tief. Ja. Dann muss ich nicht mehr auftragen komplett. Und macht das Thema halt nochmal. Bis die das wir machen wollen, das so lange, bis einfach wir sagen, das ist es. Ja. Und wenn es dann auf der Straße, bis es auf der Straße steht? Dann sage ich meinen Enkel, das hat der Opa gemacht. Ja, der Opa gemacht, genau. Meine Lieblingsklinge, sag ich mal, ist die, mit der mache ich fast alles. Dann nehme ich das praktisch so und fahre das schon mal so hin. Wir haben drüben irgendwie eine Kante drin. Wie weißt du dann, wo die Kante ist? Das mache ich dann praktisch mit Tapes, wo ich dann praktisch die Linien festlege im Vorfeld. Richtig. Genau. Und jetzt in diesem Falle haben wir natürlich hinten schon einen Punkt, wo ich sage, okay, lege ich fest, grob drauf. Okay. Und dann habe ich schon mal eine Richtung. Hast du da so ein Augenmaß? Ja, ich komme hin und schaue über die Fläche, dann sehe ich, wo ein Fehler ist oder wo eine Linie hängt. Ja. Mir ist Gott sei Dank das gegeben, dass ich das spüre. Ja. Also hat mich heute voll gefreut, dich kennenzulernen. Hat mich gefreut, dass Interesse besteht. Manni, darf ich dich umarmen? Selbstverständlich. Schön, dass du da warst. Ja. Ich habe gehört, ihr seid drei im Bunde. Ja, ist ein Dritter dabei, ja. Und der Herr Nischat kommt auch noch, der in die Zukunft blicken darf. Ich hoffe, dass er genauso begeistert ist wie du.